Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antriebe sind unser Thema. Ja, wir gehen gerade durch die Betriebsarten durch. Aussetzbetrieb ist letzte Mal ohne Einfluss des Anfahrvorgangs. Heute Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anfahrvorgangs. Was soll das heißen? Nun, das heißt, dass wir wieder praktisch eine gewisse Betriebszeit haben. Ja? Wir haben also eine gewisse Betriebszeit. Schalten zu einem gewissen Zeitpunkt ein. Zu diesem Zeitpunkt wollen wir hier praktisch nachher eine statische Leistung haben. PS4. Ja. Dann springt meine Leistung aber in dem Moment nicht auf die statische Leistung, sondern es wird angenommen, dass die Maschine erst beschleunigt werden muss. Ja? Und deswegen geht die Leistung da jetzt einmal drüber hinaus. Das heißt, die Leistung geht dann nach oben. Ein Beschleunigungsvorgang. Und dann rennt die Maschine zell. Und dann wird sie wieder abgestellt. Aha. Und dann ist wieder ruhig. Und das wiederholt sich so periodisch. Immer wieder habe ich diese Leistungsspitzen drinnen. Die halt dafür sorgen, dass die Maschine wieder auf Drehzahl kommt. Also ich habe jetzt mehrere Zeiten hier. Ziehen wir mal rüber. Also ich nehme an, das läuft schon eine Zeit lang so. So. Ich habe jetzt da mehrere Zeiten. Ja. Ich habe jetzt da die Betriebszeit, die B. Natürlich, ich habe wieder die Stillstandszeit, wo keine Leistung zugeführt wird. Ja? Und dann habe ich die Anlaufzeit. Und das Ganze ist wieder die Spielzeit. TS. Ja? Wie schaut da jetzt der Verlauf auf? Das ist jetzt nicht mehr so wichtig, aber da unten haben wir eben irgendwo die Umgebungstemperatur. Ambiente Temperatur. Nun, ich sage jetzt einmal, ich bin da. Ja. Da, bis daher werden wir relativ schnell nach oben rauschen. Ja. Weil wir wären ja hier, wir haben mehr Leistung. Ja. Und dann hier werden wir dann langsam nach oben rauschen, weil weniger Leistung. Ja. Wir erreichen aber nicht den Endwert. Ja. Und hier werden wir wieder auskühlen. Ja. Mit der Auskühlzeitkonstante. So wie zuerst. Das heißt, wir haben hier immer diese so wird das aussehen. Das heißt, dieser Anfahrvorgang hier, der wird die Temperatur gehörig nach oben schrauben. Gehörig nach oben schrauben. Weil da, während der Anfahrvorgang, erwärmt sich das ja wesentlich schneller. Ja? Und dann starten wir hier praktisch schon von einem höheren Wert, wenn wir das da vergleichen. Ja? Wir starten ja diesen Erwärmungsvorgang bei der konstanten Leistung schon von einem höheren Wert und deswegen sind wir da später, kommen wir da später rauf. Ja? Es ist zum Glück nicht ganz brutal, ja? Aber schon. Und wir erreichen hier praktisch dann höhere Temperaturen wie im normalen Aussetzbetrieb. Ja? Also wir erreichen hier die Temperatur T1. Das ist nicht ganz die Endtemperatur, weil das haben wir schon noch entfernt. Ja? Also so sieht das aus, der Temperaturverlauf.
kann man sich vorstellen, denke ich. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viel Leistung ich da brauche beim Anfahrvorgang und so weiter. Jetzt kann ich da keine so eine Differentialgleichung angeben wie das letzte Mal. Ja. Ist nur wichtig zu wissen, wie gibt es eine Drehzahländerung? Kann ich nicht einfach nur mit dem Aussetzbetrieb rechnen, ja, weil ja der Beschleunigungsvorgang beeinflusst die Temperaturkurve. Okay. Aussetzbetrieb. Und das nächste Mal machen wir ebenfalls Aussetzbetrieb, nur das bremst man da sogar. Das heißt, da geben wir eine negative Leistung drauf und wie dann der Temperaturverlauf ausschaut, werden wir uns auch ansehen. Ja? Also eine Lösung der Differentialgleichung kann ich jetzt nicht bieten, aber das nächste Mal machen wir es nur ein bisschen komplizierter. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.